Moin Moin Freunde, heute befassen wir uns mit Autos, die günstig, für Fahranfänger geeignet und schnell sind, aber auch ein hohes Tuning-Potenzial aufweisen. Der erste ist der Honda CRX Del Sol ESI in der dritten Generation, gebaut von 1992 bis 1998. Er besitzt einen sehr geilen und robusten 1,6 Liter Vierzylinder mit 125 PS, dem B16 Z6 oder später den B16 Y8 mit einer oben liegenden Nockenwelle. Bei einem Leergewicht von 1,1 Tonnen sorgt das gute Verhältnis für einen Sprint von 9,5 Sekunden auf 100 km/h. Schluss ist erst bei 190 km/h. Der Motor hat seine Leistung bei 6600 Umdrehungen und der Begrenzer regelt erst bei 7100 Umdrehungen ab. Was den Motor aber ausmacht, ist die VTEC-Technologie. Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Diese variable Ventilsteuerung sorgt dafür, dass der Motor ab ca. 5.500 Umdrehungen nochmal etwas mehr Leistung bekommt und der VTEC so richtig kickt. Es gibt noch einen VTI-Motor. Dieser besitzt zwei oben liegende Nockenwellen, dreht bis 8200 Umdrehungen und leistet stolze 160 PS. Aber dieser ist inzwischen so beliebt, dass man sie nur noch selten findet und wenn dann in einem fragwürdigen Zustand. Und gute Modelle haben inzwischen einen utopischen Preis, deswegen habe ich den jetzt hier erstmal nicht reingenommen. Ich hatte selbst mal einen und die Dinger machen echt Spaß. Zumal man das Dach im Kofferraum verstauen kann und man aber dennoch ein gutes Kofferraumvolumen hat. Die Heckscheibe lässt sich immer elektronisch versenken und das Auto ist bekannt für seine Tuning-Umbauten. In so ziemlich jedem Tuning-Film ist ein CX Del Sol zu sehen. Und es gibt auf dem freien Markt viele Bodykits und Modifikationen zu kaufen, also wer auf sowas steht. Beliebt sind auch Sportölfilter, Sportauspuff und ein Sportfächerkrümmer für mehr Leistung. In den meisten Fällen reicht aber ein gutes Fahrwerk und schöne Felgen, dann habt ihr richtig viel Spaß mit diesem kleinen Go-Kart. Achtet beim Kauf darauf, dass der Auspuff frei von Öl ist und dass keine blaue Wolke aus dem Auspuff kommt, wenn ihr den Motor auf Drehzahl bringt, denn dann sind meistens die Ventilschaftdichtungen hin und wenn nicht eingegriffen wird, auch bald der Motor. Ansonsten müsst ihr sehr auf Rost achten. Diese Autos rosten sehr stark an den Radkisten. Gute Gebrauchte liegen bei ungefähr 2.500 Euro, plus minus ein bisschen. Als nächstes kommt der Golf 4. Gebaut von 97 bis 2006 hat VW eine große Palette Motoren für dieses gute Auto bereitgestellt. Aber nicht alle Motoren waren auch gut. Als Erstwagen ist der Golf sehr zu empfehlen, da er sehr sicher gebaut worden ist mit seinen vielen Airbags und ab dem Facelift ESP zur Grundausstattung gehört hat. Viele Reparaturen können mit ein bisschen Geschick selbst erledigt werden und man spart dadurch sehr viel Geld. Der Wagen lässt sich zudem auch sehr gut optisch und technisch tunen. Es gibt so ziemlich eine Milliarde Tuning-Optionen, was die Optik angeht. Aber hier ist euer Geschmack gefragt. Auf dem Markt werdet ihr zu 100% fündig werden. Sehr zu empfehlen ist der 1.9er TDI mit 96 kW bzw. 131 PS und 310 Newtonmeter. Er wiegt nur 1,2 Tonnen und beschleunigt so in 9,6 Sekunden auf 100 km/h und hat eine Vmax von 206 km/h. Was den Motor so geil macht, ist, dass man bei einer Leistungsoptimierung nochmal so 30 bis 40 PS rausholen kann, ohne den Motor wirklich zu belasten, da dieser sehr robust ist und dennoch wird er im Schnitt nur 5 bis 6 Liter verbrauchen. Bei diesem Modell müsst ihr darauf achten, dass er den Service regelmäßig bekommen hat und dass der Zahnriemen immer gewechselt worden ist. Denn wenn dieser reißt, habt ihr einen Motorschaden. Wechselintervall sind alle 90.000 Kilometer oder 6 bis 7 Jahre. Ansonsten, da auch dieses Auto in die Jahre gekommen ist, müsst ihr auch auf Rost achten. Hier sind die Radkästen, die A-Säule und einige andere Teile betroffen, eigentlich so ziemlich jedes Teil. Von daher da ein bisschen drauf achten. Gute Modelle findet ihr schon für 2.500 bis 3.000 Euro. Und hier mal ein kleiner Geheimtipp. Aber bevor ich euch den Wagen zeige, würde ich mich selber ein Abo und ein Like freuen, wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Der Audi TT aus der ersten Generation, gebaut von 98 bis 2006. Hier werkelt der legendäre 1.8er Turbomotor, der extrem viel Tuning-Potenzial hat. In diesem Video stelle ich euch die Version mit 165 kW bzw. 225 PS vor. Er ist sehr robust, hat zwar öfter Probleme mit dem Luftmassenmesser, aber dieser lässt sich mit einfachem Werkzeug innerhalb von Minuten selbst austauschen. Der 1.8er Turbo TT beschleunigt in dieser Version in 6,6 Sekunden auf 100 und hat eine Vmax von 243 km/h als Sechsgangschalter. Mit dem Allradantrieb Quattro kommt er auf 1540 kg Leergewicht. Mit einem Ladeluftkühler und Downpipe von Wagner zum Beispiel und einer guten Software kommt er hier locker auf über 300 standhafte PS und könnt deutlich stärkere Autos durch den guten CW-Wert auf der Autobahn ärgern. Bei diesem Modell müsst ihr darauf achten, dass ihr von Audi den größeren Spoiler auf der Klappe bekommen habt. Wenn nicht, hat der Wagen bei höheren Geschwindigkeiten viel Auftrieb auf der Hinterachse, sodass der Wagen unruhig wird und in Kurven ins Schleudern kommen kann. Es gab damals sogar Todesfälle.
Gute Gebrauchte fangen aktuell bei 4.000 bis 5.000 Euro. Das war's, tschüss.